Wir wollen jetzt über das dritte Thema sprechen, nämlich über die Ursache der Konflikte, warum Menschen miteinander streiten. Und wie kann man Konflikte lösen? Weil ich denke, das ist ja noch wichtiger, als dass man sagt, okay, ja, wir haben Streitereien. Oder gibt es jemanden, der keinen Streit hatte im Leben? Ja. So, wir sind schon alle da reingefallen. Und wie haben wir uns gefühlt nach dem Streit? Gut oder schlecht? So, wir fühlen uns nicht so wohl. Und wir haben ja gesehen, dass wir in unserem Gehirn, das war die Skizze hier vorne, dass unsere Gefühle von dem, was wir denken, ausgelöst werden. Und unsere Gedanken werden auf Körperebene zur Elektrizität und sie initiieren Hormone und sind die Gedanken entsprechend im Körper, so initiieren sie gute Hormone, das heißt, sie, das wird hier produziert, was wir brauchen. Sind sie nicht so, so werden die Hormone zurückgehalten oder nicht produziert und der Mangel führt dann zu dem schlechten Gefühl. Ja? So, wir sehen also, Streit tut uns nicht gut. Aber können wir denn vermeiden? Oder ist die Frage überhaupt, können wir, warum tun wir es überhaupt? Ich habe ja erzählt, dass wenn man eine Familie hat und auch Kinder großzieht, dann gibt es immer wieder Meinungsverschiedenheiten und Streitereien. Und eines Tages habe ich mir vorgenommen, das ist jetzt so 7,5 Jahre, ich will nie mehr streiten. Das heißt, ich will nie mehr zornig sein. Ist das möglich? Wahrscheinlich ja. Ja. Die Frage ist, warum tue ich es überhaupt? Und erst als ich anfing, durch dieses Vorhaben nicht mehr zornig zu werden, wurde mir klar, an was sich mein Zorn immer wieder aufbaute. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe jetzt in den 7,5 Jahren viel gearbeitet am Zorn. Und ich bin auch sehr dankbar, dass er weniger geworden ist, aber es gibt ihn immer noch in manchen Stellen, wo ich noch nicht die Kontrolle habe über mich selbst. Aber warum habe ich sie nicht? Und warum will ich sie nicht haben, das möchte ich heute Abend erklären. Ich möchte erklären, warum geht es denn bei unseren Beziehungen? Schauen Sie, als ich in meiner Praxis anfing, vor 9 Jahren, war es mir fremd, dass Beziehungen das Wichtigste sind im Leben eines Menschen. Ja, es war mir, ich wusste es nicht. Ich kam erst nach 2 Jahren der Tätigkeit in meiner Praxis zum Schluss, dass Beziehungen Krankheit verursachen. Das heißt, Konflikte in der Beziehung produziert körperliche Krankheit. Weil ich gemerkt habe, dass im Leben des Menschen es nicht ums Essen geht, nicht ums Schlafen, es geht nicht einmal ums Arbeiten. Es geht letztendlich hauptsächlich um des Menschen Beziehungen. Habe ich gesagt, okay, das heißt, hier muss gearbeitet werden, oder? Wenn die Beziehung das Wichtigste im Leben ist eines Menschen, warum ist sie das Wichtigste im Leben eines Menschen? Und dann habe ich herausgefunden, auch wiederum, obwohl das wahrscheinlich in Büchern steht, aber wissen Sie, man liest Bücher und versteht es nicht. Worum geht es bei Beziehungen? Um welches Element? Ja? So, geben und nehmen, ja, das ist die Aktion.
Aber es geht letztendlich um ein Bedürfnis, das uns erfüllt. Und ohne die Erfüllung dieses Bedürfnisses werden wir nie Frieden und Ruhe haben. Und dieses Bedürfnis ist Liebe. So, alle Dinge im Leben des Menschen, von morgens, wenn er aufsteht, bis abends, wenn er ins Bett geht, drehen sich um das Thema Liebe. Einverstanden, junge Dame? So, ich denke, das ist entscheidend, dass wir das selber realisieren für uns selbst. Warum kämmt sich ein Mädchen? Warum? Ah, damit die Haare nicht kaputt gehen, okay. Warum schauen wir denn in den Spiegel? Ja, das heißt, für wen? Sehen wir uns selber? Wir sehen uns ja die ganze Zeit nicht, ja? Meine Frau hat mit mir manches Mal diesen Anspruch, sie will, dass ich die Haare so trage, wie sie sie gern sieht. Aber ich sage, mir gefallen sie anders. Und dann kommt das Argument, ja, wer sieht sie denn an? Sehe ich meine Haare? Ja, nur gelegentlich, wenn ich mal an einem Spiegel vorbeikomme, ja? Und das ist ja meistens, wenn man aufs Klo geht, nicht? Und das geht mir ja nicht die ganze Zeit. Man steht ja nicht vorm Spiegel. So, warum kämme ich mich? Warum tue ich, was ich tue? Warum gehe ich nicht so? Ja? Weil ich jemandem gefallen will. Ne? Würde ich niemandem gefallen wollen, dann müsste ich mich nicht kämmen. Ja, ich müsste mich nicht fein machen. Ich müsste auch nicht gut riechen. Ja, weil selbst riecht man sich ja nicht, oder? Manchmal. Ja. So letztendlich wollen wir Liebe. Ja, das war für mich neu. Wisst ihr, wir gehen sehr häufig durchs Leben, egal was man studiert, aber besonders auch in der Medizin, ohne dass man versteht, worum geht es im Leben eines Menschen. Seine größte Not ist immer eine geistige Not, nie eine körperliche. Und das ist so, weil es nicht anders geht. Ja, weil wir gesehen haben, der Geist, der steuert den Menschen und er sehnt sich nach Liebe. Und hat er sie, ist sein Leben erfüllt. Dann geht es gut. Hat er sie nicht, sucht er sie ein Leben lang. Und leider ist das so mit den meisten Menschen. Sie suchen und wollen das. Und wo sucht man das? Was glauben Sie, wie viele Probleme in Beziehungen sucht man die Liebe? Wenn man es bei Menschen nicht herkriegt, dann holt man es woher? Von den Tieren. Und ich habe gemerkt, wie viele Störungen entstehen aus Beziehungen, aus kaputten Beziehungen oder aus dem Tod sogar eines Tieres. So, warum halte ich Beziehungen? Warum wollen Kinder Tiere? Nun, die Kinder sind recht liebeshungrig, ja, und sie wollen etwas tun, etwas pflegen und lieben, aber sie wissen nicht, dass das Tier ein lebendiges Wesen ist und regelmäßig etwas braucht, nicht? Und ja, so, wir haben zurzeit bei uns zu Hause ja, Gäste, die haben zwei Kinder, ich glaube, sie sind 8 und oder 9 und 6. Junge und ein Mädchen und meine Frau, weil sie ja so tierlieb ist und die Kinder, die sie so kennt, die haben Hasen. Also haben wir zwei Häschen jetzt zu Hause. Nur für die zwei Kinder. Ja. Aber wer füttert die Häschen?
Die Kinder oder meine Frau? Ja, also, weil die, ja, aber werden die Kinder je Verantwortung lernen dadurch? Nicht, aber die Kinder mögen mit den Häschen spielen, nur lassen sie dann liegen oder nicht? Weil sie denken, das ist ein Spielzeug, ja? Aber das ist es nicht so. So, wir können weder mit Tieren noch mit menschlichen Beziehungen spielen. Einverstanden? Ja? Aber wenn Menschen in einer schwierigen Situation aufwachsen, weil unsere Beziehungen, unsere Familie wichtig sind, was passiert sehr häufig, wenn sie ein bisschen älter werden mit Mädchen und mit Jungs? Wenn das Haus nicht so schön ist zu Hause, gehen sie schnell weg oder? Oder gehen sie später weg? Ja, so man denkt, naja, habe ich jetzt hier, musste ich jetzt bleiben, solange ich hier bleiben musste. Und jetzt kommt der hübsche Junge oder das Mädchen und man ist zack in einer Beziehung drin. Und dann mag es ja sein, weil man wird dann vielleicht noch schwanger und dann muss man vielleicht heiraten oder wer weiß, was passiert. Und schon ist das Leben ganz gerichtet. Ja? Man kann es nicht mehr ändern. Aber warum geht der Mensch in diese Beziehungen ein? Weil er denkt, er kriegt Liebe in der Beziehung. Kriegt er das wirklich? Oder wird er enttäuscht? Es ist also ganz selten, dass es Menschen gibt, die in ihrer Beziehung nicht enttäuscht sind. Heute sowieso, aber auch früher gab es es schon, wobei früher, und ich habe ja so manche Patienten, die haben ihre eiserne Hochzeit. Ja, das sind 65 Jahre. Ja? So, das gibt es nicht mehr, das ist im Aussterben. Ja? 65 Jahre verheiratet, das hält heute niemand aus. Auch wenn er lebendig bleiben sollte. Aber heute werden die Menschen sterben, sie früher wie letztens, wie, ja, obwohl wir das umgekehrt denken. Ich beobachte in meiner Praxis, dass die Sterberate zwischen 50 und 60 die große ist und die Alten wirklich alt werden. Aber wenn so ein altes Ehepaar durch den Tod des Partners getrennt wird, was passiert mit dem Partner, der zurückbleibt? Wird er krank? Er wird krank. Aber auch viele Partner, also nicht viele, ich habe einige Beispiele, wo ich aus den Geschichten meiner Patienten erfahren habe, dass Oma und Opa sich vorgenommen haben, wenn der eine stirbt, stirbt der andere auch. Ja? Und dann haben sie das konsequent durchgezogen. Ja? Und die Frage ist, warum? Es ist ganz klar, Liebe ist Sinn. Liebe ist Sinn. Und was dann letztendlich den Sinn ausmacht, ist die Liebesquelle. Die Liebesquelle des Menschen ist sein Schicksal. Das ist absolut. So, wenn man sagt, der Brunnen des Wassers, ja, das ist sein Schicksal. Nur das Wasser ist ja wertfrei, wobei die Liebesquelle nicht. Jeder Mensch ist so entwickelt, wie seine Liebesquelle es ist. Weil von der Liebesquelle erholt er seinen Sinn. So, für den einen ist es der Partner, für den anderen ist es das Kind, für den anderen ist es die Mutter, für den anderen ist es der Vater, für den anderen ist es die Katze. Es ist meine Liebesquelle, die mein Leben steuert. Und es ist schon erstaunlich, wie offensichtlich das ist. So, da ist ein Mann in einer Beziehung
Und er will keine Kinder und er will nie heiraten. Und dann wechselt er die Beziehung aus irgendwelchen Umständen. Ich habe ja diese Erfahrung, die Frau erzählte mir, der Freund zieht um nach Amerika geschäftlich oder was auch immer. Und dort trifft er jemand anders. Und in kürzester Zeit ist er verheiratet und hat Kinder. Aber wie soll das geschehen? Wie soll das sein? Und ich habe dasselbe in meiner Familie erlebt bei einem meiner Jungs. Oh, die Freundschaft ging zu Ende. Trotz, weil er keine enge Beziehung eingehen wollte und keine Kinder haben wollte. Aber jetzt in der nächsten Freundschaft er ist er so verliebt. Und da ist weder heiraten noch Kinder kriegen mehr ein Problem. Wieso? Wer steuert denn den Klick? Wer macht es, dass der Mensch plötzlich von seiner, er denkt, selbstständigen Bahn doch runterkommt? Es ist für mich erstaunlich, was geschehen kann, wenn ich die Liebesquelle wechsle. Oder je nachdem, wo ich das hole, was ich denke, mir Sinn macht. Und geht die Liebesquelle weg oder habe ich ein Problem, dass die Liebesquelle verschwindet, dann habe ich eine große Not. Oder ist die Liebesquelle, die ich mir ausgesucht habe, nicht so, wie sie sein soll, dann ist mein Leben in Schwierigkeiten. Und da entsteht der Konflikt. Ja, wir hätten als Menschen keine Konflikte miteinander, würden wir uns nicht gegenseitig aufessen wollen. Das heißt, würden wir uns nicht gegenseitig als Liebesquellen machen. Das heißt, würden wir von dem anderen nicht wollen, dass er unser Grundbedürfnis befriedigt. Aber dadurch, dass wir das unbewusst tun, ja, kommen wir in die Not. Deshalb, ganz egal, wo ein Konflikt ist, er kommt immer nur dort zustande, wo ich Sinn im Leben meine zu verlieren. Wo ich wirklich mich an der Person festnagle und ihr Leben mir das Wichtigste ist. Das Wichtigste. Und der Mensch sammelt in seinem Leben viele Liebesquellen. Ja? Je liebeshungriger er ist, umso mehr Freunde hat er. Ja? Das kann man manchmal auch missverstehen. Man kann ja auch Freunde haben, um sie nur gern zu haben. Nicht? Aber das ist nicht häufig der Fall. Der Fall ist häufig der, das bin ich. Und hier habe ich meine Mutter, die ist ja die erste Liebesquelle. Die können wir uns auch nicht aussuchen. Ja, können wir uns die Mama aussuchen? Nein. Die erste Liebesquelle, dann haben wir einen Vater, den können wir uns auch nicht aussuchen. Die Geschwister können wir uns auch nicht aussuchen. Die Menschen um uns herum, mehr oder weniger. Den Partner können wir uns aussuchen. Hunde und Katze können wir uns aussuchen. Ja, so. Das sind unsere Beziehungen. Und die Frage ist, warum haben wir zu denen eine Beziehung? Sicher zu Mutter und Vater, das können wir am Anfang nicht wählen. Aber warum gibt es den pubertären Konflikt? Ja, der sich ja in der Zeit immer jünger werdende Kinder, wenn sie anfangen mit den Eltern zu streiten. Und ich habe diese These, dass die Kinder und die
pubertierenden Kinder mit den Eltern streiten, weil sie erkennen plötzlich, dass das, was von Mutter und Vater kommt, nicht Liebe ist. Sie wehren sich dagegen. Weil das Problem, was das Kind sich Rechenschaft ist, gibt, obwohl es sich nicht Rechenschaft ist, sondern eine unbewusste Rechenschaft, es erkennt plötzlich, die wollen was von mir. Für sich selbst. Ja? Und das geht uns gegen unsere eigene Einstellung. Ja? Wir werden das sehen, warum. Aber wenn die Eltern ihre Kinder zu Liebesquellen machen und die Kinder geben sich Rechenschaft davon, wird das für das Kind ein Motiv zu protestieren. Das macht es unbewusst, aber es tut es. Weil plötzlich muss das Kind herhalten für das, was die Mutter braucht oder der Vater. Und das ist natürlich eine schlimme Sache. Und so sage ich, das ist von der Idee richtig, der Protest, aber das Kind ist dadurch nicht sehr glücklich. Es ist ziemlich krank auch manchmal. Ja? Durch diese Situation. So, warum haben wir unsere Beziehungen? Weil wir denken, sie sind unsere Liebesquelle. Nicht so bewusst, aber spätestens die Krankheit macht es uns bewusst davon oder wenn sie verloren geht. Ja, wenn sie, solange wir sie haben, ist, mag es uns nicht so bewusst sein. So, wir haben unsere Beziehungen, weil wir wollen geliebt werden. Wir wollen etwas von dem anderen. Nicht nur auf körperlicher Ebene. Auf körperlicher Ebene sind wir tatsächlich voneinander abhängig. Ich bin abhängig, dass jemand mir mein Auto repariert oder ich bin abhängig, dass jemand meine Kleider bügelt, weil das kann ich nicht. Ich könnte es natürlich auch lernen. Aber dafür gibt es ein Austauschmittel. Ja? Diese Abhängigkeit ist eine physiologische. Auch die Intimabhängigkeit, dass ein Mann und eine Frau körperlich abhängig sind, ist eine physiologische Abhängigkeit, sie macht noch keinen Konflikt. Nur dann, wenn ich das nehme und sage und verbinde es mit einer geistigen Liebesabhängigkeit, ja, dann kommt es in Konflikt. Wenn ich von meiner Mama will oder von meiner Frau, dass sie mir aus Liebe das Hemd bügelt, dann bin ich falsch. Ja, wenn ich will, dass sie mir das Hemd bügelt, weil dass sie will, weil ich es nicht kann, ist okay. Aber wenn ich darin einen Liebesbeweis sehen will, dann komme ich an einen Konflikt. Weil was ist es, wenn sie eine Falte lässt? Was macht es dann? Sie liebt mich nicht genug. Nicht? Sonst wäre sie ja vorsichtiger. Ja? All diese Dinge. So, ihr seht, das ist ganz eng aneinander gebunden, ja, dass wir den Unterschied wirklich auch machen können. Wir sind untereinander abhängig. Und ich war dankbar, dass jemand mich heute gefüttert hat. Ja, ich konnte mir heute kein Essen kochen. Das, ja, weiß nicht, habe ich das vielleicht ein, zweimal im Leben getan. Aber ich denke auch, das Essen ist mit Liebe vorbereitet worden. Ja, und schätze das sehr. Und so bin ich abhängig von jemand, dass er mir Essen macht. Das ist physiologische Abhängigkeit. Das produziert keinen Konflikt. Wir sind nicht einzeln auf dieser Welt. Aber wenn ich jetzt sage, es muss Liebe darin sein, ja, weil jemand mich liebt, dann macht er mir das Essen so. Dann bin ich in einer Liebesabhängigkeit. Und dann bin ich in einem Trick meines Denkens, werde ich in eine Falle gelockt. So, auf geistiger Ebene, die Liebe ist ja eine geistige Ebene, ist es eine große Schwierigkeit, wenn ich denke, ich bin abhängig davon, dass mich jemand liebt. Und durch seine Taten ich diese Liebessache oder diese Liebe auch erfahre. Ja, es ist schön, Liebe zu erfahren,
Die Frage ist nur, warum? Wofür? So, die Konflikte entstehen aus diesem Punkt. Dass ich geliebt werden will. Und das entsteht aus der anderen Geschichte, die ich jetzt nicht ausführen kann, aber auf den DVDs ist das deutlich gemacht. Die Idee, die alle Menschen haben, und das wusste ich, weiß ich auch nur aufgrund der Erfahrung und der Gespräche mit den Patienten. Und die ist folgende: Das ist unser Körper. Und wir haben gesehen, er hat zwei Energiequellen. Er braucht einmal Chemie. Ja, Atome. Und er braucht auf der anderen Seite Elektrizität. So, beide Energien sind notwendig. Und die Frage ist, wie kriegt er sie? Weil selber kann er sie nicht herstellen. Ja, wir wissen, dass es kein Perpetuum mobile gibt. Es gibt nichts, was sich seine eigene Energie herstellen kann, mit der es funktioniert. So, deshalb muss es halt eine Pforte geben, wo das Ganze reinkommt. Und wir wissen, dass über den Magen, wir können ja auch die Lunge nehmen, aber die Lunge ist ja nur ein zusätzliches Mittel der Sauerstoff, damit das Ganze verbrennt. Die wirkliche Chemie und Kraft kommt in den Menschen über den Magen. Ja, wir essen wir Liebe oder essen wir Atome? Ja, ich habe Atome gegessen. Ja, also der Spargel hat nichts mit Liebe zu tun. Ja, auch wenn er gut schmeckt. Ja, so ich esse Chemie und die Chemie gibt mir Kraft. Nicht? Aber ich brauche ja auch Elektrizität. Kommt die auch aus der Nahrung? Und ihr wisst, die kommt aus unserem Herzen. Weil ins Herz kommt die Liebe und in den Magen kommt der Spargel oder die Nahrung. Ja, es ist ja Spargelzeit, nicht? Nahrung und Liebe. So, und die Liebe, das Herz, das heißt durch das, wie ich denke, kommt in meinen Körper Elektrizität. Und so kann ich leben. Ich muss also die beiden Tanks füllen. Und die Frage ist, wer ist zuständig, um die Tanks zu füllen? Und ich denke, wir fangen bei der Nahrung an. Ist denn jemand, wer ist zuständig, dass euer Magen gefüllt wird? Bitte? Man selbst, sogar in jungen Jahren? Gibt es denn irgendwann eine Zeit, wo man nicht selbst verantwortlich ist für das, was man isst? Also ich meine, dass man isst. Ist der Säugling selbst? Gibt es jene Zeit, wo der Säugling nicht selber isst? So gibt es jene Zeit, wo das Kind sich nicht selber füttert. In der Schwangerschaft, wenn es im Bauch der Mutter ist, wer füttert? Die Mutter oder füttert sich das Kind selbst? Nun, es füttert selbst. Das Gesetz ist immer gleich. Ich muss nehmen, um zu geben. In dem Moment, wo sich das Embryo, das heißt die zwei Zellen, getroffen haben und sich in die Gebärmutter einnisten, übernimmt es die Steuerung und holt die Dinge. Natürlich, es kann nur holen, was vorhanden ist. Aber das Kind holt immer. So, deshalb für die Nahrung.
Das Aufnehmen der Nahrung, das Essen, ist immer die Tätigkeit des Individuums. Ja, auch ein Hund isst. Ja? So, deshalb muss ich wissen, die Nahrung, für die Nahrung bin ich hundertprozentig zuständig. Nicht, dass sie existiert, aber dass sie in meinen Magen hineinkommt. Ja? Durch Essen und durch Trinken, ja? So, das sind meine Tätigkeiten und das sind die Tätigkeiten des Kindes und das sind die Tätigkeiten des Säuglings. Der Säugling ist noch nicht verantwortlich, für was er aufnimmt. Das kommt erst später, ja? Was wir essen, da haben wir erst, wenn wir älter sind. So, aber jetzt kommen wir zur Liebe, die ja das Wichtigste ist. Ja, Nahrung ist nicht so wichtig, obwohl ich war heute hungrig, ich habe mich gefreut, wenn ich was gekriegt habe. Ich wusste, dass ich was Gutes bekomme. So, jetzt, wer muss mein Herz mit Liebe füllen? Ist das meine Tätigkeit oder ist es nicht meine Tätigkeit? Ja, so, oder ist es eine kombinierte Tätigkeit? Und hier, ganz egal, wie Sie antworten, die Antwort ist immer gleich, weil wir das ja nicht bewusst tun. Ja, wir wissen das nicht. Wir alle, auch die, die meinen, es ist ich. Ja, weil wir müssten an sich von diesem ersten Beispiel sagen, ja, ich bin zuständig für das Füllen meines Tankes zu wie viel Prozent? Zu 100%, ja. Ja, weil es geht nicht anders. Aber wir erwarten und wir denken, es ist nicht ich, der meinen Tank fülle. Ich kann nur was dazu tun. Nämlich, ich kann auf den anderen zugehen, ihm was geben, aber letztendlich lebe ich aus dem, was der andere tut. So, die große Not des Menschen und das eines jeden Menschen. Ich habe mit mehr wie 4000 gesprochen, aber ich muss nicht mit allen Menschen auf der Welt reden, um festzustellen, wie sie funktionieren. Der Hauptgedanke, der alle unsere Schwierigkeiten hineinbringt in unser Leben auf Geistesebene, ist geliebt werden. Wir alle sind hungrig nach geliebt werden. Oder nicht? Einer hier, der nicht geliebt werden will? Nun, auch das ist eine Hypothese, wo man sich täuscht. Vor der Nahrung kommt die Liebe. Aber sicherlich, wir brauchen beides. Ja? Aber die Liebe ist wichtiger wie die Nahrung, auch beim Hund. Er frisst nicht, wenn er seine Liebe nicht hat oder wenn es der Liebesquelle nicht gut geht. Ja, wenn sie nicht da ist, protestiert er in seinem Wesen. So, deshalb ist es so entscheidend. Die Maslow-Pyramide steht auf dem Kopf. Futter ist nicht das erste Mittel, was weder ein Tier noch ein Mensch braucht. Liebe ist immer sein erstes Mittel. Und das weiß ich aus Erfahrung, nicht aus Büchern. Sonst wäre ich auch fehl. Und das kann ich auch jedem beweisen, dass seine Liebesquelle, sein Geliebtwerden, ihm wichtiger steht. Ja? Weil der Streit beweist es. Wisst ihr das? Jeder vernünftige Mensch sagt, Streit macht mich krank. Jeder vernünftige Mensch. Aber warum streitet er dann trotzdem? Ja, und ich habe mir es ja vorgenommen, schon 7,5 Jahre nicht mehr zu streiten. Und warum falle ich manchmal wieder in Streit und ärgere mich? Ja, weil dieses Ding hier in unserem Unterbewusstsein liegt. Und ich erkläre das auf anderen DVDs. Wir wollen unbedingt geliebt werden, weil wir denken,
Die Liebe des anderen füttert uns. Schauen Sie, die Psychologen kommen manchmal, und es gibt es auch in der Religion, wo man sagt, liebe dich selbst, dann geht es dir gut. Ja? Und man nimmt sogar das Gebot und sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, und sagt, aha, du liebst deinen Nächsten nicht, weil du dich selbst nicht liebst. Und ich würde das alles gelten lassen, hätte ich nicht gesehen, dass im Menschen sein, er hat nicht in seinem Kopf, dass durch Lieben er sich befriedigt. Wie er es im Kopf hat, dass er durch Essen sich füttert. Ja? Würde der Mensch wissen, aha, ja, lieben, das füttert. Dann ist ganz klar, dann kann ich ihm sagen, lieb dich, lieb die anderen, lieb was auch immer du willst. Dann geht es dir gut. Das ist aber nicht seine Idee. Man kann es ihm sagen, wie viel man will. Seine Not ist nicht lieben. Wenn wir hungrig sind, was ist unsere Not? Essen. Ja? Vorausgesetzt, wir haben Nahrung. Und wenn wir hungrig sind nach Liebe, ist unsere Not nicht lieben. Was ja physiologisch ist. Sondern, was ist unsere Not? Unsere Not ist geliebt werden. Und ich sage euch die Geschichte meines Lebens, und auf manchen DVDs steht sie drauf, ich war hungrig nach Liebe, wie ein Hungernder nur sein kann. Und wo suchte ich sie? Ich suchte sie bei einer Frau. Wo sucht denn ein Mann seine Liebe? Ja, wenn er erwachsen ist. Er sucht sie irgendwo, weil er will, dass ihn jemand lieb hat. So wie er ist. Und nicht nur so wie er ist, sondern ihm auch noch seine Wünsche befriedigt. Das wäre ja super, nicht? Und dann ist doch alles in Ordnung, das Leben, nicht? Aber das geht so nicht. Ihr könnt euch es ist ja gut, dass man eine Liste macht, bevor man heiratet, nicht? Dass man weiß, was man will, nicht? Aber ich habe schon gemerkt, dass manche dann auf der Liste immer streichen, streichen. Weil sie denken, bis ich niemanden kriege, dann nehme ich auch den. Bis ich ganz leer ausgehe. Ja? Aber das bedeutet, dass ich von dem anderen etwas will. Und es ist ja nicht schlimm, wenn ich nur mit einem Partner heirate, wo ich weiß, er kann lieben. Ja? Und er liebt mich. Ja? Das ist ja notwendig für eine Beziehung, braucht man beide Liebe, damit die Beziehung gut läuft. Ja, einseitig läuft die Beziehung nicht gut, aber man wird zumindest nicht krank. Aber wenn ich in die Beziehung hineingehe und geliebt werden will, dann habe ich ein Problem, wenn das nicht so rüberkommt, wie ich mir das vorstelle. Und dann gibt es Stress. Ja, wie auch immer sich das äußert. So, die große Not des Menschen ist, dass er nicht weiß, dass sein Handeln zählt. Er denkt, das Handeln anderer zählt. So, ihr könnt, wenn ihr euch vorstellt, ein Ehegespräch, ein Ehekonflikt. Wenn ihr mit einem Partner redet, über was redet der Partner? So, können wir das nachvollziehen? Ja, er sagt nicht, ich bin so ein schlechter Mensch. Er sagt, ja, ich habe auch meine Fehler, aber der andere. Ja, so der Fokus, der Blick ist immer auf den anderen gerichtet. Ah, du hast das damals gesagt und du hast jenes gesagt. Und ja, so man schaut auf die Taten anderer. Und diese Taten anderer bestimmen einen dann. Ja, man kann das sehen. So, was ich dem Patienten und Ihnen klar machen möchte, ist es möglich, dass jemand für Sie isst? Ja oder nein? Nein. Ist das gut so? Finde ich es richtig?
Wenn ihr es richtig, dass niemand für sie essen kann, auch nicht wählen kann, was sie esst. Ich finde das sehr gut. Findet ihr es richtig, dass die Taten anderen euch nicht füttern können? Das heißt, ist es gut, dass jemand nicht für euch denken kann und somit euren Leib füttert? Weil Liebe ist ja ein Gedankenprozess. Ja? Oder nicht? Weil ich finde es so gut, dass was der andere tut, mich nicht füttern kann, mir aber auch nichts wegnehmen kann. Auf geistiger Ebene. Ganz egal, was er sagt, ganz egal, was er tut. Es ist eine Frage der absoluten Unmöglichkeit, dass was ein anderer tut, mich füttern kann. Es ist per Gesetz nie möglich. Weil wir haben ja hier unser Gehirn und unseren Geist. Weiß denn jemand anders, was ich denke? Ja oder nein? Manche denken, sie wüssten es, ich weiß. Ich dachte früher auch, ich wüsste es. Und dann antwortet man ja schon auf das, was der andere denkt, nicht das, was er sagt. Ja? Aber niemand weiß wirklich, was der andere denkt und in sich selbst trägt. Ich sage Ihnen, man kann das manchmal vom Körper sehen, dass er traurig ist oder glücklich. Ja? Das kann man vom Körper ablesen, ob er gesund ist oder nicht. Aber was er wirklich denkt, kann man nicht wissen. Ist es gut? Ich finde es sehr gut. Ich finde es sehr gut, dass niemand da durchklicken kann. So. Aber, das heißt, nur mein Denken füttert meinen Körper. Was ein anderer denkt, hat ja keine Beziehung zu meinem limbischen System. Kann mir ja keinen Strom herstellen, um es auf biologischer Ebene auszudrücken. Ja? Ist nicht möglich. Immer nur, was ich denke, tut etwas in mir. Und ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Wir haben ja gestern über die Angst gesprochen. Wenn wir hier jetzt einen Bären hätten, ja, einen großen Grizzlybären, ja, der plötzlich hier stünde. Und wir haben ja leider kein Kind, das ein Jahr alt ist oder anderthalb. So, wenn dieser Bär für uns als Feind angesehen wird, was passiert in unserem Körper? Was passiert im limbischen System? Okay, da kommt ein elektrischer Impuls, der sagt Verlust, ja, Gefahr. Da werden Hormone und Chemie produziert, die den ganzen Körper durchgehen und es kommt eine Reaktion zustande, die negativ ist, die Herz schneller klopfen lässt, die Muskeln werden gespannt. Aber nehmen wir an, da ist so ein kleines Kind. Das hat keine Ahnung, dass der Bär gefährlich ist. Was passiert in seinem Körper? Ja, so, hallo, Bärlein, Spielzeug, nicht? So, versteht ihr, die ganze Sache ist nur eine Frage des Geistes. Ich möchte euch klar machen, nur mein Geist bestimmt. Würden wir hier eine Gruppe sein, die einen haben keine Angst vor Bären und die anderen haben Angst vor Bären, dann würde man das genau sehen. Wenn der Bär hier stünde, die einen hätten nichts, höchstens vielleicht Freudegefühle und die anderen, ja. Aber wer macht das? Macht das der Bär? Na, es macht der Bär, kann das nie tun. Der Bär macht gar nichts. Geistiges. Ja, erst wenn er uns anpackt, dann ist es körperlich. Aber Geistiges kann er nichts tun. Das ist alles nur meine Interpretation. So, deshalb mein limbisches System, meine Hirnrinde wird von meinem Geist gelenkt, nicht von einem anderen. Immer nur ich bestimme, wie ich mich fühle. Nie jemand anders. Das ist eine ganz wichtige Sache. Aber wieso fühle ich mich schlecht, wenn der andere nicht ist, wie er sein soll? Ja, wieso habe ich das negative Gefühl?
weil ich von dem anderen eben erwarte, dass er so ist, wie ich ihn mir vorstelle, damit er meine Bedürfnisse befriedigt. Und das habe ich jahrelang geübt. Und was macht man, wenn man will jemand, dass er einen lieb hat? Nun, man, zum Teil tut man, was dem anderen gefällt, aber was will man denn zurück? Auch Liebe. Und wenn das nicht kommt, dann muss man ihn ändern, dann muss man an ihm arbeiten, dann muss man ihn erziehen. Man muss ihm sagen, schau, das ist ja, sensibilisieren für meine Bedürfnisse. So. Und sicherlich kommt man zu einem guten Einigung, ist es ja gut. Es sollte nun nicht so sein, dass ich das, was der andere tut, meine, es füttert mich. Das ist der einzige Fehlgedanke. Es ist nicht schlecht, dass jemand Rücksicht hat auf mich zu Hause. Ich bin dankbar, wenn meine Frau bügelt und wenn Essen da ist und andere Dinge. Aber ich sollte es nur nicht nehmen, weil sagen, ah, das ist mein Futter. Ja, das ist es nicht. Sondern nur, was ich tue, füttert mich. Nicht, was der andere tut. Ich möchte, dass wir den Gedanken klar haben, weil dann sehen wir, wo die Not des Menschen ist. Wir sehen, wenn der andere nicht zählt, was er tut, dann ist er ja nicht mehr Futterstelle. Dann muss ich ja nicht mehr hinter ihm hingehen und ihn verändern, muss ich? Ich darf ihn ja dann lassen, wie er ist. Vielleicht gebe ich ein Beispiel. Und Beziehungen sind ja immer wahrscheinlich das beste Beispiel. Das heißt also, Ehebeziehung, wobei die Ehebeziehung, die Partnerbeziehung eine einzigartige Beziehung ist. Während die Freundesbeziehung nicht eine einzige ist. Die ist ja, hat ja mehrere Freunde. Aber man hat nur einen Partner, nur einen Ehepartner. So, jetzt. Sehr viele Störungen kommen aus der Partnerbeziehung. Sehr viele. Deshalb trennen sich auch heute die meisten Partner voneinander. Ich glaube, es sind zwischen 60 und 70%. So. Eine ganze Menge. Warum? Weil man nicht zufrieden ist mit dem anderen, oder? Nicht, weil er einen Gewinn bringt. Solange der andere mir Gewinn bringt, ist er der beste Partner. Wenn er keinen Gewinn mehr bringt, ist er nicht mehr ein guter Partner. So, nehmen wir dieses Beispiel. Es ist ein extremes, aber ein extremes Beispiel kann man manchmal etwas besser darstellen, wie wenn es nur ein leichtes Beispiel ist. So, ich habe einen Patienten, der nach einer langen Ehezeit und das nach 20 Jahren, nachdem er mit seiner Frau verheiratet ist, erfährt, dass seine Frau ihn schon 20 Jahre betrügt. Ja, das heißt, er hat einen anderen, sie hat noch einen anderen Mann. Und er hat 3 Söhne und er erfährt, der mittlere ist nicht von ihm. So, das erfährt er nach 20 Jahren. Rein physiologisch, er ist gesund, bevor er das erfährt. Ja, es ist also nur eine geistige Sache, er erfährt etwas. Ja, so, bevor er das erfährt, wie denkt er über seine Frau? Er hat also gute Gedanken. Wenn der Geist gute Gedanken hat, liebevolle, dann wird hier unten gutes Endorphin, Dopamin und so weiter produziert und körperliche Krankheit ist nicht sehr wahrscheinlich, dass sie stattfindet. So, aber jetzt kommt und er hört die Nachricht. Was ändert sich, die Frau oder er? Ja? So, seine Gedanken. Und wie denkt er jetzt über sie? Das heißt, er ist immer
Wir haben ja gesehen, es geht um Gewinn und Verlust. Wo ist er? Im Plus oder im Minus? Minus. Durch was? Durch die ihre Taten, weil er denkt, er kriegt nicht. Er kommt in den Verlust durch das, was sie tut. Ist das wahr oder ist das nicht wahr? Nun, ihr werdet sehen, dass das der Körper ablehnt. Er denkt, weil meine Frau fremdgegangen ist, habe ich einen persönlichen Verlust. Und persönlichen Verlust ist der, um das klar zu machen, Verlust ist da, wenn die Frau fremd geht. Aber es ist nicht ein persönlicher Verlust. Ja? Weil die Frau gehört zu mir. Wir denken, sie gehört uns. Ja, so denken wir, das ist ein persönlicher Verlust für mich. Ja, es ist mein Verlust. Aber wenn die Frau fremd geht, ist es ein Verlust für sie. Aber wir sehen das nicht richtig. Ja? Deshalb würde ich es als ihr Verlust sehen, könnte ich ja weiterhin liebevoll über sie denken, oder? Das würde ja nicht bedeuten, dass ich nicht eine Konsequenz daraus ziehe, sage, naja, zwei Männer brauchst du ja nicht. Ich lasse dich mit dem, den du haben willst. Ja? Aber er wäre ein freier Mensch. Könnte so denken, oder? Aber er denkt nicht so. Er denkt so, wie wir alle denken, wie alle Menschen im ersten Augenblick denken. Sie denken, sie hätten selber einen persönlichen Verlust durch das, was der andere tut. Und jetzt ändert er sein Denken gegenüber seiner Frau. So, was für Gedanken hat er jetzt? Vielleicht Rache, vielleicht Enttäuschung, ja? Aus dem Verlust kommen keine guten Gedanken. Und dann, was entsteht im Körper für Gefühle? Schlechte Gefühle. So, und der Mann bekommt eine körperliche Krankheit. Er bekommt eine Depression. Bekommen viele Männer, wenn ihre Frauen fremdgehen. Oder wenn sie irgendwie abweisen. Ja, das gibt es ja auch. Man muss ja nicht unbedingt fremdgehen. Man sagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und so kommt man in eine Not. Man ändert sein Denken gegenüber dem anderen. Es ist nicht mehr liebevoll. Aber wer wird krank? Werde ich krank oder der andere? Und ich werde krank, weil schaut, der Körper kann sich nicht aussuchen, was er braucht. Er braucht immer liebevolle Gedanken. Ganz egal, was wir Ideen für haben. Der Körper braucht immer liebevolle Gedanken von Seiten des Geistes. Ändert der Geist sein Denken und sagt, ich liebe nicht mehr, ich bin enttäuscht, ja? Was auch immer ich bin, dann habe ich ein Problem. So, diese Haltung, die ich einnehme, führt zu meiner Not. Weil mein Geist sagt, meine Frau hat mir 20 Jahre meines Lebens was gestohlen. Dabei habe ich es ja nicht gewusst und ich hatte kein Problem. Und solange ich es nicht wusste, hat es mich auch nicht gestört. Ja? So, er ändert sein Denken, hier wird kein Serotonin mehr gebildet und damit entsteht über einige Jahre eine tiefe Depression. Und diese tiefe Depression führt zu Tabletteneinnahme und so weiter. Und dann, als er seine Tabletten eingenommen hat, dann bekommt er einen Tinnitus auf dem linken Ohr und damit kam er zu mir in die Praxis. So, ihr seht, der Prozess ist ein innerer Prozess. Hat die Frau mit seiner Depression ursächlich was zu tun? Was denn? Ja. So, wer manipuliert? Wer steuert hier? Nein, wer bestimmt, was ein Mensch denkt? Versuchen Sie es.
Wer könnte sagen, nach 20 Jahren Ehe, wenn er erfährt, dass sein Partner ihn betrogen hat, schon 20 Jahre, und er muss es ja gut angestellt haben. Ja, dass man es nicht merkt. Ja, und ihr sagt, wunderbar, ich denke selbstständig frei. Er hat es für sich getan. Könntet ihr es? Einer hier, der sagt, ich denke frei. Ich verspreche es euch, ihr könntet es nicht. Zumindest im ersten Moment werdet ihr zerrissen. Ja? Aber das würde bedeuten, wer steuert euer Denken? Die Tat meiner Frau. Nicht ich. Also das ist ja das große Problem. Viele Patienten, mit denen ich spreche, die meinen, dass sie nicht fähig sind, ihre Gedanken zu kontrollieren. Und das kommt nur dadurch zustande, weil ich meinen Geist an eine Liebesquelle gebunden habe, wo ich keine Kontrolle drüber habe. Aber ich muss die Kontrolle haben über eine Quelle, wo ich etwas herhole. Es geht gar nicht anders. Ja, so, wir können nicht, würde es dem Menschen möglich sein, unabhängig von seiner Liebesquelle zu denken, dann wäre der Geist ein Wesen, das aus sich selbst lebt. Aber der Geist kann aus sich selbst keine Information herausholen. Sondern das Herz des Menschen ist genauso leer wie der Magen, bevor es gefüllt wird. Und die Liebe muss der Geist irgendwo holen, damit er sie hier das Herz weitergibt. Müsste ich nicht die Liebe holen, könnte ich sie also selber produzieren, wäre der Geist ein unabhängiges Wesen, das einfach etwas tut, ohne dass es ich irgendwoher was holen muss. Aber der Geist des Menschen ist nicht voll. Guckt euch ein Kind an. Warum ist es neugierig? Warum ist ein Kind neugierig? Weil sein Geist voll ist? Oder weil er Informationen sucht? Ja? So, der Geist ist genauso ein Saugnapf wie der Magen. Er ist ständig am Suchen, weil er ja nichts hat. Und er möchte Informationen sammeln überall. Und diese seine Informationen sammelt er und entscheidet nach diesen Informationen. Er ist nicht Selbstentscheider. Er entscheidet zwar, aber er entscheidet nach den Informationen, von wo er holt. Können Sie das verstehen? So, das ist sehr schwer für den Menschen zu verstehen. Aber es ist trotzdem so. Spätestens in der Krise kann er es verstehen. Hallo, ich habe keine Macht über mein Denken, weil meine Frau tut was Falsches. Und ich ohrfeige mich. Ich habe Magenschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe einen Bandscheibenvorfall. Weil, oder eine Depression. Weil der andere tut etwas, auf das habe ich keine Kontrolle, aber ich verliere die Kontrolle. Und ich gebe meinem Körper genau das, was er nicht braucht, nämlich Lieblosigkeit, Verlustgedanke, Konflikt. So, das müssen wir verstehen. Der Körper braucht diese Elektrizität. Der Geist braucht Liebe. Aber der Geist kann sie selber nicht herstellen. Deshalb ist sein Gedanke so frei, wie seine Liebesquelle frei ist. Von wo er holt, so denkt er. So lesen Sie alle die Zeitung. Dann denken alle, die die Zeitung lesen, durch dieselbe Information. Sie sehen die Welt durch die Brille der Zeitung. Ja? So. Jeder isst das und hat die Information von der Futterstelle, die er isst. Schauen Sie, sind ja hier auch andere Ärzte außer mir. Wir gehen alle in dieselbe Schule. Wir lesen alle dieselben Bücher. Wir werden aus derselben Quelle informiert.
Wir alle wissen dasselbe. Der eine, der ein bisschen mehr lernt, mehr, und der weniger lernt, weniger. Aber die Quelle ist identisch. Deshalb denken wir Ärzte alle ziemlich gleich. Wir denken in derselben Information. Ja? Wenn heute einer jemand sagt, naja, der Infekt kommt von außen, dann denken wir Ärzte alle, ja, der Infekt kommt von außen. Die Keime sind die Schuld, dass ich jetzt eine Mittelohrentzündung habe. Weil so haben wir alle die Information bekommen. So haben wir sie aufgenommen. Und so urteilen wir die Information. Die Quelle, von wo wir futtern, bestimmt unser Denken und unser Handeln. Ob wir nun das wahrhaben wollen oder nicht. Es ist so. Und jeder kann sich in seinem Leben selber vergleichen. Von dem, was er denkt oder nicht denkt. Und ich bin sehr dankbar, dass wir ein Mittel haben, wo wir objektiv sein können, was richtig ist und falsch. Und das nicht nur aufgrund der Subjektivität des Geistes, sondern aufgrund der Objektivität des Körpers. Der Körper sagt mir, welche Chemie für ihn zuständig ist. Und der Körper sagt mir, welchen Strom er braucht. Und denke ich richtig, hat der Körper eine gute Funktion. Denke ich falsch, zerstöre ich ihn. So, deshalb muss ich wissen, woher muss der Geist seine Liebe holen, damit seine Gedanken immer frei bleiben. Nämlich Freiheit bedeutet, wie würdet ihr die Freiheit definieren? Auf Geistesebene. Wenn das Bedürfnis, immer liebevolle Gedanken zu haben, verständnisvoll, wisst ihr, liebevoll ist Verständnis, eine gute Sicht. Ja? Ich sage euch ein Beispiel, was ich gerade erlebt habe. Waren bei meinem Bruder zu Hause und er und wie auch ich, wir kennen uns nicht so gut aus bei den technischen Sachen. So sagt er, ja, wo kann ich das in meinem Tablet da finden? Und der Junge steht natürlich schnell auf, aber bis er aufgestanden ist, hat seine Schwester schon das Tablet genommen und sagt, ich zeig's. So, wie reagiert der Junge? So, und wie sieht er? Sieht das als Verlust, ja? Die Schwester ist der Konkurrenz. Und dann sage ich ihm, schau, die will dir doch nur helfen. Sei doch froh. Sie tut es an deiner Stelle. Ist doch super, oder ne? Aber sieht er es so? Natürlich nicht. Warum nicht? Hallo, weil er den Stolz hat. Und sagt, ich muss etwas zeigen. Ich muss mich darstellen. Ja? Da geht es gar nicht um die Information. Ja? Da geht es darum, wer ist jetzt stärker. Ja? So, hat er liebevolle Gedanken? Aber würde er sagen, oh, meine Schwester hat ja dasselbe, sie will ja auch helfen. Das ist auch gut. Aber so denken wir nicht, oder? Wenn der Bruder helfen will? So, wir sehen das als eine Konkurrenz. So, unsere Not ist die, wir müssen immer liebevoll denken können. Spuckt uns jemand an, müssen wir sagen, ja, ja, du hast ein gutes Recht dafür. Dann passiert in meinem Körper nichts. Die Spucke kann ich wegwischen, aber Herzklopfen habe ich keinen. Ja? Aber kann ich es nicht so denken? Dann habe ich sowohl die Spucke als auch mein Herzklopfen und mein nicht schlafen können. Je nachdem, wer spuckt, aber je nachdem, wer etwas tut, je nachdem, wie die Sache kommt. Das ist ja nur ein Beispiel. Ja, ich möchte, dass wir es klar machen. So, die Freiheit des Geistes ist die Fähigkeit, immer liebevoll und verständnisvoll zu denken. Wäre das eine gute Definition der Freiheit? Würde unbedingt auf Körperebene so bedeuten, das Leben des Menschen ist
Was den Sauerstoff anbelangt, sehr gut, sofern immer guter Sauerstoff vorhanden ist. Ja? Sofern ich guten Sauerstoff einatmen kann, geht mein Leben wie? Gut. Kann ich nicht mehr guten Sauerstoff einatmen, dann gehe ich zugrunde. Atmen muss ich. Sauerstoff brauche ich. Das heißt, kann ich immer guten Sauerstoff atmen, bin ich nie in Gefahr, aus Sauerstoffmangel eine Not zu haben. So, Freiheit des Geistes bedeutet, ich muss die Fähigkeit haben, verständnisvoll, liebevoll, schätzungsvoll über egal welche Tat des Menschen zu denken. Dann habe ich in meinem Körper null Schaden, sondern nur Gewinn. Das ist Freiheit. Können wir uns darauf einigen? Weil alles andere wäre ja dann, der tut mir was und ich habe noch den Schaden. Wisst ihr, das ist immer so. Es ist nicht der, der den Schaden tut, der das Opfer ist sozusagen, sondern der, der sich als Opfer sieht. Im Moment, wo du dich als Opfer siehst, musst du dich schlecht fühlen, musst du dich wehren, musst du was unternehmen, musst du Grenzen setzen, was alles sinnlos ist. Weil es löst dein Problem nicht. Deshalb lasst uns, bevor wir das endgültig klären, noch einen kurzen Moment über das reden, was die Liebe ist. In meiner Beobachtung des Menschen und der Zelle habe ich etwas festgestellt, was die Zelle schadet. Der Zelle schadet Gewalt. Ja? Schadet ihr Zärtlichkeit? Ja? Schadet ihr nicht. Aber wenn wir sie quetschen, ich habe euch gestern Abend schon erzählt, ich habe mich geschnitten. So, das ist ein Schaden der Zelle. Gewalt schadet. So, geistige Gewalt schadet genauso. Und deshalb muss die Liebe wie sein? Wie muss gewaltlos? Ja, das heißt, würdet ihr Liebe und Gewalt je zusammenbringen? Ich habe mit einer Patientin einmal gesprochen, die hatte einen Freund, der war Schamane. Und ihr wisst, dass die Schamanen von was reden? Von Liebe, wie auch die Christen. Jeder redet von Liebe, nicht? Und sie war an sich beeindruckt von der Theorie des Schamanismus, oder ich weiß nicht, wie man es halt nennt. Und so hat sie sich natürlich in den Schamanen verliebt und so wurden sie ein Paar. Bis eines Tages der Schamane sie verprügelt. Und da erkennt sie, da geht ein Licht auf. Was für ein Licht geht ihr auf? Das passt doch nicht zusammen, oder? Der ist gar kein Schamane, nicht? So. Nun, versteht ihr? Wir müssen es verstehen. Wir können dasselbe Maß an einen Christen setzen. Wenn ein Christ seine Frau prügelt, ist er kein Christ. Ja? Oder? Zumindest ist er ein sehr kleiner Christ. Ja, also hat noch nicht viel gelernt. Oder? Ja? Aber Christ sein ist ja Liebe. Schamane sein, die reden ja nur von Liebe, von flüssiger Liebe, oder was auch immer sie reden. Auf jeden Fall. Es geht ein Licht auf und sie sagt, er ist den ganzen Tag im Licht und redet und er prügelt mich. Das passt nicht zusammen. So, Gewalt und Liebe, passt das je? Nie. Ja, so, jeder, der kommt und sagt, es passt, der muss sich selbst überreden dazu. Auch bei der Erziehung, Gewalt und Liebe haben nichts miteinander zu tun. Besonders, vielleicht können wir diese Sache mit der Erziehung in der Fragestunde besprechen. Aber jeder Mensch hat in seinem Kopf nie Gewalt und Liebe als zusammenhängend. Ja?
Es gibt eine Konsequenz für Dinge und die muss man tun. Aber die Liebe kennt keine Gewalt. Kennt die Liebe Beherrschung? Was heißt ja? Nein, nein, sich selbst beherrschen, meint ihr. Ja, naja, aber ich meine, beherrscht die Liebe jemanden? Würdet ihr die Liebe als jemand etwas sehen, was beherrschend ist? Würdet ihr das je als Liebe assoziieren? Ich denke, ja, aber es ist ja, man meint manchmal, es können ja auch Menschen mit zarter Gewalt versuchen zu beherrschen, nicht? Das ist ja auch möglich. Deshalb, ich habe alle diese Dinge festgestellt, wenn der Geist innerlich gewalttätig ist, aber das nie ausdrückt, schadet er dem Körper? Sicherlich. Schadet er es auch, wenn er es ausdrückt? Doppelt so viel. Wir denken immer, wenn er es ausdrückt, schadet er sich weniger. Aber stimmt nicht. Körperlich schadet er sich mehr, wenn er der ganzen Sache Ausdruck gibt, weil es ist eine Verstärkung ein und desselben Verlustgedankens, was ja dann körperlich schwieriger wird. Deshalb habe ich aus der Wirkung des Geistes an der Zelle zwei Dinge herausgefunden, die Liebe hat als Basis. Und diese Liebe, die die Zelle erwartet, hat zwei unendliche Seiten. Würde die Liebe je als endlich sehen? Ich denke nicht. Ja, wir alle sagen, Liebe ist, muss unendlich sein. So, also hat zwei unendliche Seiten. Und die Frage ist jetzt, die eine Seite und die andere Seite. Und ich habe festgestellt, dass zur Liebe ein maximales Interesse für den anderen vorhanden sein muss. Ja, maximales Interesse für den anderen. Das E fehlt, ja? Dankeschön. So, maximales Interesse für den anderen. Können wir Menschen das aufbringen für jemanden? Und Mütter haben das. Für wen? Für die Kinder. Aber wenn jetzt die Mutter nur maximales Interesse hat für ihr Kind, wohin führt das? Welches ist die Konsequenz daraus? Aber nur diese eine Seite hat, ich habe maximales Interesse an dir. Ein eifersüchtiger Mensch, hat er Interesse am anderen? Ja, er hat maximales Interesse, kann man sagen. Aber was ist ein eifersüchtiger, ein sehr freizügiger Mensch oder ein... Was machen die Eifersüchtigen mit ihren Partnern? Sie kontrollieren sie. Sie beherrschen, genau, genau. So, wer Interesse hat, beherrschen führt zu Beherrschung. Ja? Das können wir manchmal nicht unterscheiden, nicht? Da die Mutter sagt, ich liebe das Kind. Also was will sie? Über das Kind bestimmen. Nimmt das Kind jetzt als Liebe wahr? Ja oder nein? Natürlich nicht. Es rennt weg. Sagt die Mutter, versteht es nicht, ich habe es doch so lieb. Aber das Kind haut ab. Weil die Mutter eine Liebe hat, die einseitig ist. Sie beherrscht. Weil es geht hier, mein Interesse über dem anderen muss da sein. Deshalb muss die Liebe gepaart sein mit einer anderen Seite, die genau zur selben Zeit in derselben Maße vorhanden ist. Und das, was die Liebe und das maximale Interesse unterstützt oder
Das Zwillingspaar ist zu sagen, ist die Freiheit. 100% Freiheit geben. Dem anderen. Das heißt, ich kann dann nur sicher sein, dass mein Interesse gilt dem anderen und nicht mir, wenn ich ihm die Freiheit geben kann. Ja? Kann ich ihm die Freiheit nicht geben und den Respekt, dann gilt das Interesse nur mir. Weil wenn jetzt die Liebe nur Freiheit gäbe, wohin würde das führen? Wenn wir jemandem Freiheit geben, warum geben wir ihm Freiheit? Nun, das führt zur Gleichgültigkeit. Hast du die Vorträge schon mal gesehen? Gleichgültigkeit, ich hoffe, ihr könnt es lesen. Gleichgültigkeit. So, die menschliche Art und Weise, die wir haben in unseren Beziehungen, springt von einer Seite zur anderen. Den wir lieb haben, den beherrschen wir. Recht? Und denken, es ist Liebe. Und dem wir gleichgültig sind, dem geben wir Freiheit und denken, wir sind frei davon. Aber beides ist und führt nicht zur Freiheit des Menschen. Ja? Gleichgültigkeit schadet nicht so stark wie Beherrschen. Ja? Aber auch derjenige, der dem anderen dann Freiheit gibt und sagt, na, ist mir egal, mach, was du willst, der tut es sehr häufig nicht, weil er es so will, sondern weil er keine andere Wahl hat. Weil er sieht es ein, ich kann ihn doch nicht bestimmen, ich kann doch nicht beherrschen, also gebe ich's auf. So, die Liebe, die unsere Zellen brauchen, ist weder Beherrschen noch Gleichgültigkeit, sondern wir müssen in unserem Interesse immer gleich bleiben, während wir gleichzeitig immer 100% Respekt und Freiheit dem anderen geben. Dann können wir sicher sein, dass wir frei sind. Ich erzähle euch ein Beispiel. Ich hatte lange Jahre, und vielleicht habe ich es auch heute noch ein bisschen, meine Frau als Liebesquelle. Ja, ist ja nahe. Und was ich von meiner Frau erwartete, war sozusagen Harmonie. Weil das ist so mein lebenswichtigstes Ding. Und meine Frau, wie viele Frauen, haben eine starke Persönlichkeit. Und sie wissen immer, was sie wollen. Ja, Männer sind da nicht so klar. Aber ich habe das gemerkt, dass Frauen sehr häufig mehr wissen, was sie wollen, wie Männer. Und meine Frau weiß es sehr gut, was sie will, denke ich manchmal. Aber das kollidierte mit meiner, nicht mit der Harmoniebedürfnis, aber mit meinen Ideen und so weiter. Ja? Und so gab es dann so manches Mal Meinungsverschiedenheit. Was glauben Sie, wer gewann immer? Warum konnte meine Frau immer kriegen, was sie wollte? Und ich hatte null Chance. Ja, null Chance. Ich habe mich furchtbar geärgert immer. Ich habe mir einmal vorgenommen, wenn sie weint, lasse ich sie weinen. Aber sie konnte mit Weinen mich so weich kriegen, dass ich nachgab. Einmal habe ich eine Woche ausgehalten. Eine Woche habe ich gesagt, ich bleibe stark. Aber nach dieser Woche war ich fertig. Ich sage, alles wie du willst, mein Schatz, ganz klar. Ja. Aber wie tat ich es? Weil ich wollte? Ich wollte einfach Harmonie. Und ich wollte um des Friedens willen wieder alles ins Lot. Aber was konnte ich nicht von diesen zwei? Was konnte ich nicht? Ich konnte die Freiheit nicht lassen zu weinen. Ja. Ich muss ja nur wissen, was tue ich richtig?
Wie der andere darauf reagiert, kann mir ja helfen, natürlich mich nochmal zu korrigieren, ob ich richtig bin. Aber korrigiere ich und sehe, ich bin richtig, dann darf der andere auch weinen. Das ist doch sein gutes Recht. Versteht ihr? Weil sonst bin ich immer der Sklave des anderen. Und ich sage, ich bin von Kind auf, war die Harmonie, ich bin ja mal mit so geboren, meine große Not. Und Disharmonie hat mich fertig gemacht. Also was für ein Typ war ich? Ja, aber was tun Harmoniebedürftige? Was ist ihr Verhalten? Sie geben nicht nur nach, aber sie wollen immer das, guck mich immer gut an, ja, kein schlechtes Blick darfst du mich haben. Sie sind Pleaser. Ja, sie wollen allen auf den Gefallen tun, nur damit sie kriegen, was sie brauchen oder die Disharmonie nicht kriegen. Ich war so harmoniesüchtig, ich war der allerspaßigste Arzt, den es gab in der Klinik. Ja? Das heißt, ich musste an jedem Tisch, wenn ich in die Praxis kam, aber ich war schon so, als ich im Kindergarten, wisst ihr, im Kindergarten, ich musste auffallen. Ja? als die Tür, das Fenster war offen im Kindergarten, als ich zum Kindergarten ging und ich hatte so einen Lederbeutel, da hatte meine Mutter mir mein Brötchen hineingetan und das war so ein zwei Dingen und der Beutel kam vor mir an, bis ich in den Kindergarten reinkam. Ja, warum tat ich das? Ja, ich brauchte das Lachen der anderen. Ich brauchte die Fröhlichkeit der anderen. Man musste lachen über mich, damit ich glücklich bin. Ja, ich konnte an einem Tisch nicht sitzen, ohne dass ich nicht etwas sagte, ohne dass ich nicht irgendeinen Spaß machte. Mit allen musste ich reden, weil es war für mich unheimlich schwierig, da zu sitzen und nichts zu sagen. Ja. Oder nichts Spaßiges zu sagen. So war ich zwar in der Gesellschaft, wo ich war, immer, nicht immer vielleicht, aber recht gut angesehen, weil ich hatte immer einen Witz auf der Zunge. Es war immer irgendwo etwas, wo die Leute lachen konnten. Und das machte mich fröhlich. Sehen Sie, machte ich jemanden lachen? Nicht? Ich könnte ja auch jetzt glücklich sein, ich mache lachen. So war ich zufrieden. Es fütterte mich. Aber wissen Sie, ich bin kein Spaßvogel mehr. Ja, ich bin ein fröhlicher Mensch. Ich muss niemanden mehr. Ich kann am Tisch sitzen und alleine essen. Oder 10 Menschen können da sein. Ich muss nichts sagen. Weil ich sage, wenn ich nichts zu sagen habe, wichtig ist, dann brauche ich auch keine Dummheit zu sagen. Ja, nur damit ich jemanden zum Lachen bringe. So, das ist Abhängigkeit von den anderen. Ich tue etwas, weil ich was bekommen will. Und es ist einem gar nicht so bewusst. So, meine Gesellschaft war mein Leben. So sucht man sich die und Menschen, die Harmonie im Zentrum haben. Wir alle brauchen Harmonie, aber nicht alle haben es im Zentrum. Manche haben Gerechtigkeit im Zentrum. Die sind ziemlich disharmonielos. Also das heißt, also die können die Disharmonie aushalten. Denen macht das nicht viel aus. Weil das ist nicht ihre Hauptsache. Sie fühlen sich zwar nicht so wohl in der Disharmonie, aber sie sagen, es ist mir nicht so wichtig. Ja? Aber ein Harmoniebedürftiger, der will alles, der ist ein Diener, der macht das und jenes und bedient und er guckt nach. Und warum? Weil er möchte von den anderen die Liebe und die Harmonie bekommen. Und kriegt er sie nicht, dann ist er ziemlich enttäuscht und ist im Minus. Deshalb brauchen wir eine Lösung. Wie kam ich weg, dass ich nicht mehr von meiner Frau, von meiner Mutter oder von meinen Kollegen und Kolleginnen Liebe will? Ich kann auch nicht sagen, dass ich hundertprozentig frei bin, aber ich bin auf dem Weg der Befreiung. Ich möchte eines Tages meine Frau so lieben, mit dieser Liebe,
die am Interesse nie nachgibt an ihrem Leben. Ja, weil wisst ihr, wenn wir Freiheit geben, dann lassen wir Interesse nach. Das kann nicht sein. Liebe muss beides perfekt haben. Interesse bleibt da, wisst ihr, loslassen funktioniert nicht. Ihr könnt predigen, loslassen, euren Patienten, es geht nicht. Was man als Liebesquelle achtet, kann man nicht loslassen. Ja, es geht nicht. Deshalb, ich lasse niemanden los, will auch niemanden loslassen. Aber gleichzeitig will ich jeden 100% respektieren. Das heißt, er darf tun, was er will. Aber das bedeutet nicht, dass ich ihn loslasse. Das bedeutet nicht, dass ich ihn aufhöre zu lieben oder mein Interesse an ihm nachlässt. Nein, ganz im Gegenteil. Es sollte immer größer werden, je mehr man dem anderen die Freiheit gibt. So, das ist die Liebe, die man braucht. Und da sich ja bei Menschen nicht zu finden ist, oder habt ihr schon mal einen Menschen gefunden, der euch das geben kann? Das heißt, neben dem ihr stehen kann und sagen könnt, ha, der liebt mich, er hat maximales Interesse an mir, aber respektiert meinen Willen völlig. Sagt, ja, schön, du darfst. Ja, du darfst. Und ist nicht bestimmend. Er stellt eine Gegenfrage und sagt, denk das nochmal nach. Aber er ist nicht gewalttätig, er ist freundlich, er bleibt liebevoll. Ja? Fändet ihr so einen Menschen gut? Ja oder nein? Würdet ihr es gut finden, wenn ihr einen Partner habt, der euch maximales Interesse gibt und 100% Freiheit? Das heißt, er respektiert euren Willen zu maximal. Entweder ihr versteht nicht die Frage, aber ich denke, es ist das Beste. Warum denn nicht? Das darf man ja nicht verstehen. Da muss ich auch mal was gegenhalten. Es kann ja auch verkehrt sein, was ich gerade denke und was ich gerade will. Ja, aber das ist ja eine Gegenfrage. Ach so. Es geht ja nur darum, es halt ja nicht, dass man jemandem etwas sagt oder rät. Es geht ja nur darum, dass man seinen Willen nicht zwingen will, etwas zu tun. Ja, das heißt, das nicht die Gleichgültigkeit. Ich muss, wenn ich jemand sehe, dass er was Falsches tut und ich habe Interesse an ihm, dann will ich ihm ja helfen. Aber wie will ich ihm helfen? Mit 100% Freiheit oder mit Gewalt? Ja, so, ich denke, wir alle fänden es sehr schön, also ich fände es super, in einer Gesellschaft zu leben, wo jeder Interesse hat an mir und an meinem Wohlbefinden, aber keiner zwingt mir seinen Willen auf und versucht mir zu sagen, hallo, du musst das genauso tun, wie ich das will. Ja, ich denke, wir wollen alle diese Freiheit haben. Keiner will. Du darfst das nicht und das muss so gemacht werden, wie ich es will. Da streiken wir doch alle, oder? Von Kind auf bis ins hohe Alter. Ja, immer, immer streiken wir. Aber das ist etwas, was nicht physiologisch ist, dass unser Geist kann das nicht kapieren. Deshalb, was ich brauche, ist die Fähigkeit, mit meinem Geist eine Liebe auszuüben, die dem anderen immer freundlich ist, immer fröhlich, nie versucht, ihn zu zwingen. Weil es ist ja sein gutes Recht. Ich meine, wir reden jetzt vorwiegend von Erwachsenen, die Kindererziehung können wir ja noch zur Seite legen. Deshalb, damit ich frei bin, da es keinen Menschen gibt, aus dem ich herausholen kann, was ich brauche. Die Mutter ist eine vorübergehende Quelle. Brauche ich eine Quelle, woher ich die Liebe hole für meinen Geist? Ich brauche eine Liebesquelle, die mich fähig macht, immer den Respekt vor dem anderen zu haben, wenn ich mein Interesse an ihm nicht verlieren. Und ich denke, oder ich habe das, ich denke es nicht nur, das ist eine Tatsache, wir haben keine andere Lösung. Es gibt nur eine Liebesquelle, die das kann. Es ist nur Gott, der fähig ist, uns immer gern zu haben, wenn er zu nichts zwingt.
Wir sind frei, uns selber zu töten. Wir sind frei, uns selber Böses anzutun. Wir sind frei, uns zu zerstören. Und er klopft an und gibt Signale, aber er zwingt niemanden. Oder stand er schon mal vor der Tür, bevor er was Falsches tun wollte, und hat auf die Finger gehauen. Aber was tut er nicht? So. Gott ist der Einzige, der mir die Freiheit gibt. Und er hat uns so gemacht, dass wir von ihm die Liebe holen, damit wir sie geben können. So, was Gott in meinem Leben getan hat, nachdem ich ihn gewählt habe anstelle meiner Frau für die Harmonie. Er hat große Dinge getan. Er hat mir beigebracht, sagt, woher holst du deine Harmonie? Wann hast du sie? Wann du sie holst oder wann du sie gibst? Das heißt, wann wird der Körper gefüttert? Wenn ich hole oder wenn ich gebe? Nun ist ganz klar, wenn ich gebe, der Magen, wenn er gibt, das die Nahrung, wird der Körper gefüttert. Wenn es im Magen bleibt, passiert nichts mit der Nahrung. Ja? Sie füttert mich nicht. So, was ist passiert mit meiner Frau, wenn wir heute Meinungsverschiedenheiten haben? Dieser Austausch fand vor circa 10 Jahren statt. Und so habe ich angefangen, meine Harmonie von Gott zu holen. Und er lehrte mich, wenn du harmonisch zu deiner Frau bist, ist alles harmonisch. Das heißt, das, was ich tue, füttert mich. So, und jetzt kommt der Konflikt. Meine Frau will etwas von mir. Und ich denke, ich kann Nein sagen. Darf man Nein sagen? Ja. Ja? Man muss auch nicht protestieren, wenn man Nein sagt. Ja? Man muss nicht protestieren. Bitte? Was heißt behalten? Was? Nein, das heißt, ja, du erwähnst etwas, muss ich meiner Frau alles geben, was sie will? Weil das ist ja Beherrschung, ja? Also, man muss nicht die Wünsche eines anderen Menschen befriedigen. Das sollte man nicht. Das führt zu vielen, vielen Schwierigkeiten. Weil man denkt, ah, wenn du mich liebst, musst du mir das tun. Nicht? Wenn du mich liebst, dann nein, natürlich nicht. Ich liebe dich trotzdem. Die Wünsche und Bedürfnisse sind zwei unterschiedliche Dinge. Und wir verwechseln sie zwar. So, meine Frau hatte eines Tages den Wunsch, hat ja meistens so Wünsche, dass ich, wir waren unterwegs im Auto, wir waren im Ausland und es war warm draußen und ich hatte eine kurze Hose an und sie meinte, das ist nicht anständig genug, mit kurzen Hosen zu diesem Besuch zu gehen. Und zu dem ersten Besuch fand sie es anständig genug, aber beim zweiten, das konnte sie dann nicht mehr sagen, das ist gut. Und ich habe da natürlich keinen Unterschied gemacht zwischen den zwei Besuchen. Ja? Aber für meine Frau war klar, ja, dort kannst du so gehen, aber da kannst du so nicht gehen. Und dann dachte sie, dass wir unterwegs zu der anderen Besuch noch zu Hause, also in unserem Quartier vorbeifahren. Ich nehme eine schöne lange Hose an und dann komme ich dahin. Aber ich hatte mit Gott abgesprochen, was soll ich tun? Und er sagte, die Hose ist okay. Wenn bei ihm die Hose okay ist, dann ist es doch okay. Und als meine Frau sah, dass ich doch nicht zu Hause vorbeifuhr und wir fuhren so schnurstracks zu dem Termin hin, da wurde sie natürlich ein bisschen nervös. Und man merkt, dass wenn jemand nervös ist, nicht? Der fängt an zu reden plötzlich oder ja, fängt manchmal an zu weinen. Und dann entsteht schnell ein Konflikt. Und ich sage Ihnen, ich hatte meine Freiheit von Gott, dass ich so sein konnte, wie ich war. Und dann sagte meine Frau, wenn alles nicht mehr funktioniert,
Dann fängt sie natürlich an zu weinen. Und dann die zweite Konsequenz ist dann nicht, ich gehe da nicht hinein. Sage ich, na wunderbar, alles, du bist frei zu tun, was du willst, mein Schatz. Alles ist okay. Ja, ich kann einmal erklären, so, ich denke, das ist okay, wie ich angezogen bin. Und dann darf sie protestieren, sie darf weinen, sie darf, ja, das ist alles ihr gutes Recht. Wenn ich sie liebe, will ich sie nicht überzeugen. Oder? Weil es ist, sie darf ihre Meinung behalten. Sie darf wissen, ja, das ist unanständig, aber es ist ihr System vom Denken, nicht meines. Ja, das waren lange Hosen. Aber wie auch immer, das kommt nicht auf die Hose an, das ist nur ein Beispiel. Wir haben unterschiedliche Meinungen und Ideen, was anständig und nicht anständig ist. Und so, oder was sich ziemt in einer gewissen Situation, was sich nicht ziemt. Aber dann, wonach richte ich mich? Nach meiner Frau? Nach mir? Wisst ihr, nach mir kann ich mich nicht richten. Das ist das große Problem. Ich brauche jemanden, nach dem ich mich richte. Und dort bin ich dann im Frieden. Habe ich die Approbation der höchsten Autorität, dann sage ich, na wunderbar. Alles ist gut. Dann kann die ganze Welt gegen mich sein. Und dann sage ich, ihr dürft. Und dann werde ich es auch nicht versuchen zu überzeugen. Weil es ist deren ihr Problem, dass sie es nicht verstehen, nicht meins. Ich habe meiner Frau nur erklärt, dass das okay ist und dass ich das Erlaubnis von Gott habe, dass das in Ordnung ist. Und manchmal fragt sie mich, ja, bist du mit Gott verheiratet? Sage ich, ja, zuerst bin ich mit Gott verheiratet. Ja. Und es ist doch wichtig. Zuerst habe ich ihn. Und als nächstes kommt sie. Ist doch eine klare Hierarchie. So, dass ich sie lieben kann, brauche ich Gott. Sonst liebe ich sie nicht. Sonst muss ich sie bestimmen. Wisst ihr, ein anderes Mal hätte es einen Riesenstreit aus dieser Sache gegeben. Und diesmal hat es nichts gegeben. Kein Streit. Ich war in völligem Frieden. Sie hatte das nicht so wie ich. Aber es gab keinen Streit. Es gibt keinen Funke. Wenn man nicht in die Spannung hineingeht, kommt auch kein Streit. Bitte? Oh, der Zweifel kommt, aber dann gehst du nochmal zu Gott und fragst, bin ich klar? Du kannst dich ja rückversichern. Und dann, wenn du rückversichert bist, dann gehst du deinen Weg, weil nach wem sollst du dich richten? Es ist ja völlig ungut, nach einem Menschen sich zu richten, ja? Egal in welcher Situation. Aber wichtig ist, dass ich dem anderen nicht meine Meinung aufzwinge, weil das war ja jetzt mein Anziehen, nicht? Es war ja, es wäre was anderes, wenn ich sage, es ist Gottes Willen, dass du das tust. Das ist nicht richtig, okay? Gott spricht nur mit mir, was ich tun soll. Er sagt mir nicht, was meine Frau tun soll. Ja, oder was nicht, was ich sage. So, manche benutzen das ja umgekehrt und dann werden sie zu Diktatoren, weil sie sagen, Gottes Wille muss man erfüllen. Das ist nicht der Weg. Der Weg ist nur das, wofür ich eine Entscheidung zu treffen habe, was ich denke richtig ist. Da brauche ich einen Maßstab, der fest ist, wo ich nicht nach dem Rütteln gehen kann eines Menschen. Und es gab keinen Streit. Wir hatten eine friedliche Zeit zusammen und es war alles gut. Und ich habe diese Erfahrung gemacht, etliche Male, und bin Gott so dankbar. Und das hat unsere Ehe sehr verbessert, weil früher war meine Frau sehr weinerlich. Und sie weint heute nicht mehr. Ja, sie weint nicht mehr. Das heißt, sie ist stabilisiert geworden durch das, dass sie weiß, ah, der Mann ist, der weiß, was er will. Ich sage meine Meinung, aber wenn er einmal Nein gesagt hat, dann versucht sie es das zweite, dritte Mal. Aber wenn sie sieht, ich bin ruhig und friedlich, dann lernt der Mensch mit der Zeit, na ja, das ist festes Beton, da kommt man nicht durch. So gibt man auf. Ja, das ist nicht mehr beweglich. Ja, das ist so entscheidend. Wie soll man denn sonst klar sehen? Wenn ich jetzt nicht liebevoll bin und gehe gegen sie vor, dann will ich sie beherrschen und will sagen, ich habe recht, das ist so richtig, wie ich es will. Aber ich habe gelernt zu sagen, ich tue nicht meinen Willen, sondern ich will
Gottes Willen tun. Und ist das okay, dann kann ich für mich in Frieden und Ruhe sein. Sonst haben wir kein Maß, sonst muss ich mich entweder nach der Mutter richten oder nach der Frau. Wisst ihr, wie viele Schwierigkeiten es gibt? Wisst ihr, wer immer zuerst kommt zwischen Mutter und Frau? Die Mutter. Ob es negativ oder positiv ist. Und die ganzen Konflikte, die es gibt zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter, um den Schwiegersohn. Ja, also wenn Jungen, weil dort gibt es ja die größte Schwierigkeit. Geht darum, zu bestimmen, wer kriegt mehr von ihm. Ja? Mutter denkt, Frau könnte nicht genug sorgen für ihn. Also muss sie sich noch einmischen ein bisschen, um noch mehr zu sorgen. Schaut, diese Konflikte entstehen daraus. Weil wenn der Mensch nicht Gott hat, das heißt, auch die, die ihn vielleicht haben, aber nicht wirklich nutzen, sage ich mal, dass sie gehen zu ihm und sich an ihn festklammern, stehen dann zwischen anderen Konflikten, zwischen anderen Personen. Und das ist eine sehr, sehr unangenehme Sache. Wir müssen in der Lage sein, mit unseren Mitmenschen so freundlich zu sein, so frei, dass wir sie nie zu etwas drängen. Aber wisst ihr, wenn wir nie drängen, dass wir auch nicht bedrängt werden können? Deshalb bin ich nicht nur der Meinung, sondern es ist ein Gesetz des Lebens. Wer Grenzen setzt, setzt sich selbst die Grenzen. Wir müssen niemanden abgrenzen. Wir müssen nur jeden respektieren. In dem Moment, wo ich sage, meine Frau, das darfst du nicht. In dem Moment setze ich mir eine Grenze. Ich kann dir sagen, meine Frau, das schadet dir. Aber sie darf frei entscheiden, was sie tut oder nicht. Sonst kommt es zur Beherrschung. Jeder Ehestreit führt dazu. Und ich kann ein langes Lied singen von, bin jetzt 30 Jahre, dieses Jahr sind es 30 Jahre, seitdem ich mit meiner Frau verheiratet bin, schon über 30. Und die ersten 21 Jahre, und die ersten Jahre gingen so noch, aber dann ging es immer, wer ist stärker? Ja, wer bestimmt wen? Und ich bin so dankbar, dass ich heute über meine Frau nicht mehr herrschen muss. Dass ich sie lieben darf und ihr Freiheit geben darf. Aber wenn ich ihr die Freiheit gebe, habe ich sie letztendlich. Sie darf machen mit dem Geld, was sie will, ja? Darf sie? Ja, wisst ihr, ich habe das in unserer Ehe so immer verstanden. Geld ist unser Gott, ja? Für die meisten Menschen. Und kann man nicht mehr dieselbe Kasse haben zusammen, dann habe ich das immer als Ehescheidung gesehen. Wenn meine Frau gesagt, wenn du ein anderes Konto willst, dann ist das wie eine Trennung. Ja. Ja, weil ums Geld, die Freundschaft geht beim Geld zugrunde. Ja, los. Ja. Freundschaft hört beim Geld auf. Wisst ihr, wie viele Ehen sich trennen wegen der materiellen Geschichte? Und wie viele Eheverträge es heute gibt, dass ich ja mein Hab und Gut behalte? Aber es ist, ich liebe. Das ist, ich bin vorsichtig. Ich will nicht, dass ich in eine Not komme. Das ist nicht richtig. Für mich ist es wichtig, dass wir zusammen ein Konto haben und meine Frau und ich haben dasselbe Recht, mit dem Geld umzugehen. Ich kann ja natürlich ein Budget machen oder wir können uns einigen auf gewisse Dinge, aber das muss in Freiheit und in Liebe geschehen und nicht mit Zwang, weil sowas gibt es nicht. Ja? Es gibt natürlich eine Konsequenz, ist das Konto leer, hat man halt nichts mehr auszugeben, ist so auch gut. Ja? Wenn man es aushalten kann. Und auch das habe ich gelernt, auszuhalten. Weil man muss dem anderen und man muss die Möglichkeit haben, frei zu sein. Wie viele Menschen schimpfen aufs Wetter? Es ist doch so schön, dass es so schön ist, wie es ist. Ja? Aber es ist manchmal auch nicht so leicht, das zu haben. So, welches ist die Konfliktlösung? Welches ist die Not, die wir haben? Und ich erzähle nur noch ein kurzes Beispiel, damit ich nicht bis spät hier bin. Ein kurzes Beispiel eines Mannes, der zu mir kam mit Schwindel. Dass ihr seht, wo
Schwindel ist ein Konflikt. Ja, er drückt sich am Körper, ist ein körperliches Zeichen eines geistigen Konflikts, eines geistigen Verlustes. Und passiert hier aus dem limbischen System. Und so habe ich, so kam dieser Patient zu mir und er hatte diesen Schwindel schon seit 4 Wochen. Und er war sehr böse, weil ihm die Tabletten nicht halfen. Sagte, ich war beim Doktor und es hilft nichts. Und wisst ihr, ich freue mich manchmal so, dass es Tabletten gibt, die nicht helfen. Weil dann muss der Mensch sich damit auseinandersetzen. Ja, dann wird er gezwungen, irgendwie zu sehen, hallo, ich kann nicht nur wegschieben, kann nicht nur wegschieben. Und so hat er gesagt, warum bin ich schwindelig? Er hat mir so direkt die Frage gestellt und habe ich gesagt, weil sie einen Ärger haben, weil sie sich streiten. Und dann sagt er, nach kurzen Pause guckt er mich an und lacht und sagt, Sie haben recht. Was war sein Streit? Er hatte das Haus der Schwiegereltern renoviert, hatte ein paar tausende Euro da hineingesteckt, weil die Schwiegereltern hatten ihm versprochen, dass sie das Haus ihrer Tochter geben, wenn sie sterben. Ja, als Vererbung. Und so hat der Mann das Haus schön repariert, bis eines Tages ein Nachbar zu ihm etwas flüstert. Und der Nachbar sagt, weißt du, was deine Schwiegermutter vorhat, falls ihr Mann vor ihr stirbt? Sagt, falls der Mann vor ihr stirbt, wird sie das Haus nicht mehr der Tochter geben, sondern ihrem Sohn, den sie hatte vor der Ehe. Sie hat nur ein gemeinsames Kind. Und dann sagt sie, gibt sie nicht das Haus jetzt dem gemeinsamen Kind, weil ja, wenn sie Mann und Frau sind, dann so ändert sie ihre Idee und gibt das Haus dem anderen. So, dieser Mann, wie denkt er über seine Schwiegermutter? Nicht lieb. Nicht, was denkt er? Er hat so viel investiert. Er ist enttäuscht. Ist enttäuscht. Und interessanterweise, ich weiß ja nicht, ob es, er hat wohl geforscht und gehört, dass es wohl wahr sei. Ich glaube, er hat die Schwiegermutter zur Rede gestellt. Aber auch wenn er sie nicht zur Rede gestellt hätte, der Mensch kriegt seinen Schwindel, weil er dagegen angeht. Hat denn die Schwiegermutter nicht das Recht zu machen im Haus, was sie will? Und wäre es doch nicht gut, wenn sie es ihrem anderen Sohn gibt, weil er hat ja schon, sie hat ja, der andere Sohn hatte keine Frau, der war etwas weniger im Leben durchgekommen. So ist es auch gut, dass man dem Schwächeren hilft, als dem, der ja schon alles hat, oder? So hat doch die Schwiegermutter gut gedacht, oder? So, ihr seht, es ist so entscheidend, dass wir mit niemandem streiten. Dass wir sagen, die Schwiegermutter hat das Recht zu tun, was sie will mit ihrem Haus. Die Frau hat das Recht zu denken, wie sie will. Das will ich nicht sagen, dass es nicht Konsequenzen gibt. Wenn meine Frau denkt, sie braucht einen anderen Partner, dann darf sie gehen. Aber sie macht sich einen Schaden, nicht mir. Es ist wichtig, dass man das versteht. Sie macht der Ehe insgesamt einen Schaden, aber es ist kein persönlicher Schaden. Ich muss da nicht gegen sie vorgehen, ich muss mich nicht über sie ärgern, ich kann über sie traurig sein. Aber traurig sein zum Wohl des anderen wird mir nicht schaden, wird mir keine Kopfschmerzen machen, wird mir meinen Körper nie unphysiologisch belasten. Aber kriege ich einen Schwindel danach, dann weiß ich, tue ich es falsch. Kriege ich einen Herpes, kriege ich einen Rückenschmerzen, kriege ich Magenschmerzen, dann weiß ich, war mein Zorn nicht gut, sondern ich wollte bestimmen und beherrschen. Konfliktlösung ist, ich muss erkennen, wenn ich im Konflikt bin, dass ich abhängig bin. Und ich muss dann bewusst meine Abhängigkeit lösen, indem ich zu Gott gehe und sage, okay, hilf mir, wie soll ich das Ding beenden?
Wie soll ich aus der Sache rauskommen? Wir brauchen einen Ratgeber, der uns zeigt, wie wir die Beherrschung über uns selbst haben. Ich gehe deshalb jeden Morgen in den Wald und ich analysiere jeden Morgen zusammen mit Gott meinen letzten Tag und versuche herauszufinden, warum habe ich so geguckt, warum habe ich so gedacht, warum habe ich so gefühlt. Ich versuche mein Leben wirklich in einem Spiegel zu sehen, weil ich möchte ein freier Mensch sein. Ich möchte nicht in einer Krisensituation einfach überrascht werden, zack, und ich mache mir weh oder über die Zeit mir weh zu tun. So brauche ich einen Rat. Und ich sage Ihnen, Gebet alleine hilft nicht. Viele Christen beten nur. Das hilft nicht. Wir brauchen einen konkreten Rat. Ich war eines Morgens im Wald und ich habe Gott gebeten und habe gesagt, ich möchte mich heute nicht ärgern. Ich ärgere mich immer, wenn ich Ordnung mache. Das ist etwas, was... Und es wollte Ordnung machen und ich habe mich an dem Tag dreimal stark geärgert. Und dann bin ich darüber gegangen, warum habe ich mich geärgert? Ich habe doch gebetet, dass ich mich nicht ärgere. Ja, ich will mich doch nicht ärgern. Und dann macht er mir klar, wo mein Fehldenken ist, wo ich gefangen bin in der Situation. Und dann habe ich gesagt, okay, da muss ich die Dinge ändern. Mein letztes Ereignis, vor kurzem war ich an einem Ort und ich bekam nach 2 Tagen, nachdem ich dort war, einen Herpes. Ich hasse Herpes und ich weiß, sie kommen immer, wenn man sich ärgert, wenn man Streit hat. Ja? Und so, warum war ich in Streit? Wir waren an einem Ort dort und es war so ein Gesundheitsort und man verkaufte in dem Gesundheitsladen sozusagen sehr gute Dinge, Früchte und Trockensachen und so Sachen, die mir alle gut schmecken. Und ich war voller Erwartung, was es wohl gibt zum Frühstück. Ich dachte, das, was es so man verkauft, das gibt es auch zum Frühstück. Aber ich war enttäuscht. Und ich fing an, nachzudenken über die Menschen dort. Und dann sage ich, das ist doch nicht fair. Ja, man misst mit 2 Maßen. Ja, man verkauft den anderen für Geld was Gutes, aber ich, der ich hier Gast bin, kriege nicht das so Gute. Auf jeden Fall, ich konnte während meiner Zeit mit Gott nicht loskommen in meinen Gedanken von dem, was der andere tat. Und das brachte mir dann am 2. Tag den Herpes ein. Und dann habe ich gefragt und Gott gesagt, okay, wo liegt das Problem? Warum kann ich meinen Gedanken nicht loskriegen? Und erst am 4., 5. Tag kam ich drauf. Es war mein Appetit. Ich bin ein sehr appetitlicher Mensch, also ich stelle das fest. Ich esse nicht alles, ich esse nur das Beste. Und das, was so wirklich gut schmeckt, also auch gesund ist. Und mein Appetit hatte mir einen Schnäppchen geschlagen. Und als ich gemerkt habe, es war die Unzufriedenheit, dass ich nicht kriege zum Frühstück, was ich mir wünsche. Dass ich angehe gegen einen anderen Menschen und ihn verurteile. Was ja nie gut ist. Immer falsch. Verurteilen ist Liebe? Nein. Kann nie Liebe sein. Kritik ist nicht Liebe. So, ich habe also diesen Mann, oder wer auch immer dort war, ich habe festgestellt, es war mein Appetit. Und als ich festgestellt habe, dass mein Appetit war, habe ich eine Entscheidung getroffen. Das heißt, ich war unzufrieden mit dem Frühstück und dann habe ich gesagt, okay, ich werde ab sofort mit jedem Frühstück zufrieden sein. Mit jedem Essen, das mir irgendjemand auftischt und ich esse sehr viel fremd. Das heißt, ich bin halbe der Woche unterwegs und kriege, was mir die Leute so geben. Also sicherlich wollen mir die Leute immer das Beste geben und ich genieße das auch. Aber
Man kann auch unzufrieden sein, nicht? Und hier hatte mich der Appetit in die Unzufriedenheit gebracht. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich will mit jedem Essen zufrieden sein. Ich will für jedes Essen dankbar sein, egal wie viel es ist. Und wisst ihr, ich wurde schon etliche Male nachher auf die Probe gestellt. Und ich bin so dankbar. Die Entscheidung, die ich getroffen hatte, weil ich wusste, wo die Unzufriedenheit herkam, hat mich bewahrt, falsch zu handeln. Hat mich bewahrt, dass ich anfange zu richten, hat mich bewahrt, dass ich unzufrieden bin, weil Unzufriedenheit, was macht Unzufriedenheit? Mich und die anderen beeinflusst es negativ. Deshalb müssen wir das kapieren oder verstehen. Wenn wir einen Streit mit jemandem haben, wenn uns jemand nicht passt, dann hat sich irgendwo eine Erwartung eingeschlichen, die wir an den anderen stellen, die er uns nicht befriedigt. Und dann sind wir seine Gefangene. Und so lerne ich, Entscheidungen zu treffen. Ich gehe sogar und sage, okay, wo ist der Fehler? Und wenn ich den Fehler habe, muss ich ihn korrigieren. Und ich korrigiere ihn und dann habe ich Frieden. Jedes Mal, wenn ich dann gefordert werde, weil ich bin manchmal ja, wenn ich dann zu Tisch bin, dann sage ich, ja, gibt's das noch und gibt's das noch? Und ja, weil man will ja das, was man immer hat, haben. Aber das muss nicht sein. Man sollte zufrieden sein mit das, was man bekommt. Und man sollte es schätzen als ein Liebesdienst, was der andere einen tut. Und man sollte seine Zunge, seine Appetitlichkeit herunterschrauben und sagen, ich krieg's ja eh umsonst. Warum sollte ich es nicht mit Freuden und Dankbarkeit nehmen und mich nicht in eine andere Richtung begeben? So, wir brauchen die Beziehung zu Gott, weil wir Gott als Ratgeber brauchen. Nicht nur zu einem, der wir gehen und sagen, okay, gib mir was. Er muss mir was geben, was ich umsetze. Ja? Gott ist nicht so, dass er es für mich tut. Er gibt mir nur das Futter. Er gibt mir nur den Rat. Tun muss ich's. In dem Moment, wo ich es tue, habe ich die Kraft. Weil im Wort liegt die Kraft. In der Information liegt die Kraft. Nicht in meinem Tun. Genauso wie nicht im Essen die Kraft liegt, oder? Liegt im Essen Kraft? Ja? Nein. Essen verbraucht Kraft. Lieben verbraucht Kraft. Aber das, was ich verbrauche, während ich liebe, gibt Kraft. Ja, das, was ich verbrauche, während ich esse, gibt die Kraft. Der Apfel gibt die Kraft, nicht mein Essen, ja, nicht meine Tätigkeit. So, lieben gibt mir Kraft, wenn ich die Liebe Gottes verwende und sie verschwende für die anderen. Dann kann es mir nur gut gehen. Aber brauche ich die anderen, um von ihnen zu essen, bin ich fehl am Platz. So, die Lösung unserer Streite ist, dass wir nie mehr streiten, ist, dass wir aus der Abhängigkeit voneinander herauskommen. Abhängigkeit für Liebe, nicht Abhängigkeit auf körperlicher Ebene oder auf der körperlichen Ebene. Nein, bei Abhängigkeit für Liebe muss ich von allen anderen Menschen frei sein. Sie dürfen tun, was sie wollen, weil sie sind freie Wesen, eigenständig. Dann bin ich auch frei. Ich darf sie lieben und frei sein. Aber das ist für den meisten Menschen sehr schwer. Ich habe so manchen Patienten, der große Schwierigkeit hat, Gott zu wählen, weil er sagt, das sehe ich nicht. Ja, ist ein Argument. Aber man kann ihn dennoch erfahren, dass es funktioniert. Ich hätte aus meiner Kraft es nie geschafft, meine Entscheidungen durchzuhalten. Aber mit Gottes Kraft geht es. Und es geht gut. Es sind jetzt fast 10 Jahre. Und ich muss euch sagen, ich habe es gestern gesagt während des Gottesdienstes, unsere Kinder, unsere Pflegekinder erkennen, meine Frau, die mit mir im Haus sind, erkennen, dass es mit mir besser ist, jetzt zu sein, wie früher.
Und ich denke, das ist eine gute Sache. Wir sollten Menschen sein, wo andere sich in unserer Gegenwart wohlfühlen. Das wäre das Beste, oder? So dass sie sagen, ja, er hat seinen Glauben, was auch immer, aber er will nichts aufzwingen. Er will niemandem etwas auf den Kopf hauen. Ja, es ist eine schöne Sache, zusammen zu sein, sich gern zu haben und sich zu respektieren. Das ist das Schönste, was es gibt auf Erden. Leider, weil wir die Dinge vertauschen, sind wir Sklaven. Ich will raus. Wo wollen Sie? Jeder hat die Wahl. Aber es gibt nur diese zwei Abhängigkeiten. Es gibt nicht mehr. Es gibt nichts dazwischen. Ich bin entweder abhängig, dass ich von Gott mir meinen Rat hole und meine Sicherheit, oder ich hole sie von meinen Mitmenschen und dann bin ich so wie die Mitmenschen. So viel, wie viele Mitmenschen mich lieben, so liebe ich auch. Lieben die mich nicht mehr, kann ich sie nicht mehr lieben. Leben sie nicht mehr, fehlen sie mir, kann ich auch nichts mehr tun. Er lebt immer, ist immer da. Ich kann ihn immer gehen, zu welcher Stunde auch immer, und kann sagen, gib mir ein bisschen was, ich brauche. Zeig mir den Weg. Was soll ich tun? Und er hat es versprochen, dass er uns die Weisheit gibt. Und mich hat er noch nie im Stich gelassen. Ja, ich verstehe nicht, wenn manche Leute sagen, nein, mich hört er nicht. Also ich bekomme Antwort. Und ich merke, aber ich bin auch sehr entschlossen, wisst ihr, ich lasse ihm keine Ruhe. Oh, wenn ich was will, habe ich gelernt, ich brauche das. Ich hatte eine Liste, als ich das anfing zu lernen, von allen meinen Feinden. Wisst ihr, ich habe keinen mehr aus der Liste. Ich habe für alle meine Feinde gebetet. Ich habe gesagt, gib mir Liebe. Ich will, wenn ich an sie denke, das beste Gefühl haben. Und wenn wir an einen Feind denken und ein gutes Gefühl haben, dann wissen wir, wir müssen für ihn nicht mehr beten. Es ist erledigt. Wir lieben ihn. Das heißt nicht, dass wir für ihn nicht beten, sondern aber wir müssen nicht mehr beten, damit wir ihn lieben können. Ja? Dann haben wir das, was wir von Gott wollten, erreicht. Er hat uns das gegeben und wir sind fähig, den wir vorher nicht lieben konnten, zu lieben. Und das finde ich phänomenal. Ich finde es so gut, dass ich Menschen, die ich früher nicht schlucken konnte, die mich reizten, ja, nur wenn ich sie ansah, ja, dass man sie heute lieben kann und warme Gefühle entwickelt, dadurch, dass man an sie denkt. Ich meine Güte, wie groß muss Gott sein? Aber es geschieht nicht von alleine. Wir müssen es suchen, wir müssen es holen. Aber jeder wird belohnt, weil Gott sagt, hallo, ich habe alle Reichtümer der Liebe. Du darfst dich so gut fühlen, wie du nur willst. Aber tu's. Ja? Nimm es und gib es. So hängt es letztendlich nicht an unserem Können, sondern an unserem Wollen. Wollen wir gehen und suchen oder wollen wir Gefangene bleiben? Es ist unsere Wahl. Unser Leben spielt sich nur zwischen den Liebesquellen ab. Entweder Menschen und Tier und Geld und Job oder Gott. Das ist alles. Weil alles dreht sich um die Liebe. Alles dreht sich um Sinn. Wenn Gott mein Lebenssinn ist, dann kann ich meine Frau lieben, ob sie tot oder lebendig ist. Und ich muss nicht aus dem Leben treten, weil ich nichts mehr habe. Ich muss auch nicht aus dem Leben treten, wenn meine Mutter tot ist oder mein Bruder, mein Kind, wer auch immer. Weil ich habe meinen Sinn im Leben gefunden. Ich kann lieben. Und das ist meine Freiheit. Und dahin dürfen wir alle hinkommen, wenn wir wollen. Und es wählen. Jetzt sind Sie dran, ob Sie es wählen wollen oder nicht.